Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play, die Elder Scrolls Online, Teso. Wir sind hier immer noch im Solo-Verlies, in Abargalalas, wie heißt es? Ach, Abargalas, genau. Und haben gerade den Prinzen getötet. Ach, der kann auch gar nicht wieder spawnen, ich Idiot. Das ist ja ein Solo-Verlies. Ach, ich bin so doof, ne? Na gut, machen wir weiter hier im Text. Wer den letzten Part nicht gesehen hat, allgemein, man sollte sich alle Parts angucken. War eigentlich jetzt ganz schön dumm von mir. Oh, wir haben ja was zum Lesen, sogar zwei Sachen! Wisst ihr, was das heißt? Wir lesen jetzt erstmal ein bisschen. Tagebuch von Bernamot dem Großen. Ich muss erstmal kurz aufstoßen. So. Und so beginnt das Abenteuer von Bernamot dem Großen. Da ich die Bälde, was auch immer das sein soll, ein renommierter Entdecker sein werde, ist dieser Foliant jetzt der Beginn meines Gesamtwerks. Gesammeltes Wissen, das, da bin ich mir sicher, noch in Jahrhundert eifrig studiert werden wird. Angefangen mit diesem Folianten werde ich die Geheimnisse längst vergessener Städte enthüllen. Ich werde die uralten Geheimnisse erkunden, die lange Jahre ungestört von Sterblichen ruhten. Kurz gesagt, ich werde dorthin gehen, wohin andere zu gehen sich fürchten, und ich werde dort Dinge finden, die zu finden andere nicht würdig sind. Meine Reise beginnt hier in der uralten Stadt Abargalas. Ich habe diese längst vergessene Ruinstätte nach umfangreichen Nachforschungen in der Bibliothek meines Vaters gefunden. Ich alleine habe den Mut, diese dunkle Stadt zu erkunden. Mein erster Schritt führte mich diese dunkle Treppe vor mir hinunter. Vor mir hinunter doch. Obgleich der Weg nur schwach erleuchtet ist und Staub in der Luft hängt, vertraue ich auf die Beständigkeit der aleidischen Baukunst. Voran, auf zu wahrer Größe. Ja, na dann, ich glaube, der ist hier verreckt. Ich glaube, das war der. Was ist denn das hier? Oh, okay, nice. Die, was? Exegese von Merit Nunda. Okay, das, Alter, ist das ein langes Buch. Okay, das ist hart. Was? Bei der Magier geht er recht, okay. Sollen wir das vorlesen? Ach komm, wir haben schon lange nichts mehr gelesen. Ich lese jetzt mal vor, für die, die vorspulen, meinetwegen, macht das ruhig. Das ist mir egal. Aber genießt auf jeden Fall ein bisschen was vom Teso, ne? Also, bald ist es vorbei. Von Pratos von Elin hier. Was? Das Traktat von Merit Nunda ist wahrlich eines der seltsamsten und am wenigsten verstandenen Werke der Mythohistorie, die uns am Beginn der ersten Ära erhalten ist. Sie existiert nur in teilweiser Manuskriptform. Eine Ausgabe findet sich in der Bibliothek der Arkan-Universität in der Kaiserstadt. Oder zumindest befand es sich dort. Ich weiß nicht, was aus ihrer ernst bewunderten Bibliothek geworden ist, seit der Magiergilde die Schuld für das Verschwinden von Kaiser Waren zugeschoben wurde und sie aus Cyrodiil verjagt wurde. Zum Glück hatte ich die Gelegenheit, das Traktat genau zu studieren, während es sich noch im Besitz der Gilde befand, und ich habe eine persönliche Abschrift für meinen Eigengebrauch erstellt, damit ich nach meiner Rückkehr nach Elin hier weiter an der Entschlüsselung seiner Geheimnisse arbeiten konnte. Beim Verstehen des Traktats von Merit Nunda gibt es zweierlei Probleme. Zum einen ist das vorliegende Dokument eindeutig ein Teil eines größeren Werks, offenbar direkt aus der Mitte genommen, und ohne den vorhergehenden und folgenden Teil des Werks haben wir nur wenig Kontext für den Teil, der uns noch bleibt. Zum anderen ist das Traktat in einem seltsamen Jargon verfasst. Jargon? Heißt Jargon nicht irgendwie Schwanz? Keine Ahnung. Jargon? Nee, das war doch bei South Park, oder? Ich habe keine Ahnung mehr. Der Alliierten, Ausdrücke in spätnedischer Syntax verwendet, darunter auch zahlreiche Wörter unbekannter Herkunft, die in keiner anderen Quelle vorkommen. Und ich bringe meinen Hund um. Allerdings sollte ich ausgehend von Fragmenten, die von... Oh, ich glaube, es donnert. Ich glaube, es donnert draußen. Okay, krass. Die von Venegrus Mun Hana und Herminia Zinner übersetzt wurden, einen Funken neuen Lichts auf bestimmte wichtige Abschnitte dieses geheimnisvollen Manuskripts werfen können. Im Folgenden werde ich die Übersetzung der einzelnen Abschnitte anfügen, jeweils gefolgt von meiner Interpretation ihrer Bedeutung. Waren bekannt als die neuen Lichtfunken, die den Parabelkurven weg von Magus folgten. Merit Nunda gehörte zu diesen Schwestern. Ebenso Mnemo Li, ebenso Xerolik, ebenso... Punkt, Punkt, Punkt. Weiß man nicht. Dies scheint sich auf den Daedra-Fürsten Meridia und die sogenannten Sternweisen zu beziehen. Oh, da muss ich kurz was erzählen. Ich schreibe ja sehr gerne Fanfictions, das wisst ihr ja mittlerweile. Und ich schreibe auch eine Fanfiction gerade zu Skyrim. Und da spielt Meridia eine wichtige Rolle. Die Daedra-Fürsten. Und das ist gerade für mich sehr spannend, weil ich mag Meridia sehr und ich bin gespannt, was hier noch so steht. Jene anuischen Entitäten,
die sich von Magnus getrennt hatten, als diese Göttliche sich aus der Schöpfung der Aubes zurückzog. Der bekannteste dieser Sternweisen ist wahrscheinlich Nemoli, der blaue Stern, der Ereignissen der Unzeit zugeordnet wird und angeblich zur Zeit des Drachenbruchs auch am Tageshimmel zu sehen war. Und so bitten wir Xenedelin, die Erde zu binden, und Merit nun dasselbe mit dem Licht zu tun, denn sie ist das Fünkchen, das keine Finsternis fürchtet und in den Wellen von Sog und Tränen schwimmt. Wie lang ist denn das noch? Ach, das geht ja noch eigentlich. Für die Alliierten war Licht natürlich eines der vier Elemente der Schöpfung, und dieser Abschnitt scheint zu bestätigen, dass Meredia für die Wildelfen die Personifizierung des Lichts war. Obgleich ich mir sicher bin, dass dieser Abschnitt korrekt übersetzt ist, muss ich zugeben, dass mir die Bedeutung des letzten Teils nicht klar ist. Der nächste Abschnitt war relativ schwierig, aber durch die Übersetzung wird unser Wissen über die Ära der Dämmerung um einen neuen Eintrag erweitert. Die Herrscher der Chaosreiche scholten Merit Nunda ob ihre Übertretung und schickten sie zurück nach Aubes. Aubes ist, glaube ich, das Universum in die Elder Scrolls, bin ich der Meinung. Nee, Aubes war was anderes. Ah, ich weiß es nicht mehr. Ich habe mich mal belesen, aber ich habe leider alles vergessen. Wobei sie alle bestehenden Sphären als die ihre beanspruchten. Aber Merit Nunda formte aus ihrer Substanz eine große Schlepplinse. Die Namen und die Wörter sind so behindert. Und das Licht von Magnus wurde durch sie gebogen. Die Strahlen schnitten, formten eine neue Sphäre aus dem Chaos und Merit Nunda beanspruchte sie lachend, funkelnd als die ihre. Dies scheint eine Nacherzählung des Ursprungs von Farbenspiel zu sein, wie Meredias Ebene im Reich des Vergessens genannt wird. Offenbar wurde sie direkt aus der Substanz des Chaos durch göttlichen Willen geschaffen. Ja, da muss ich mal was sagen. Meredias Ebene soll wirklich die schönste Ebene der ganzen Drachenfürsten sein. Und die soll halt wirklich sehr bunt sein und sehr liebevoll, weil Meredia ist ja die Fürstin der Liebe und noch was. Aber das weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Und anschließend. Und so glitt Merit Nunda von Anfang bis Ende über die Regenbogenstraße. An einem Ende zog sie am Drachen, am anderen Ende stauchte sie ihn. Wahrlich ein ungewöhnlicher Auszug. Der Drache bezieht sich natürlich traditionell auf den Göttlichen, der als Akatosh, Gott der Zeit, bekannt ist. Dies scheint nahezulegen, dass Meredia über die Regenbogenstraße, ein Verweis auf die prismatische Brechung des Lichts, reisen kann, um auf irgendeine Weise zu verändern, wie die Zeit voranschreitet. Die Geschwindigkeit der Zeit verändern? Ist das nur absurde Einbildung der letzten alliedischen Zauberpriester oder tatsächlich ein Einblick in das Wesen eines der am wenigsten verstandenen Dedra-Fürsten? Wer weiß das schon? Okay, endlich fertig. Ich werde jetzt eine ganze Weile lang nichts mehr lesen. Das hat mir jetzt wieder gereicht. Das war Prinz Malion, Spross des bösen Königs Anomarel. Er muss zurückgelassen worden sein, um den Divicus zu verteidigen. Alter, was ist denn da gewesen gerade? Ah, du siehst ja cool aus. Du hast eine coole Krone. Puh, ich kann nicht mehr lesen. Ich werde trotzdem mal gucken. Vielleicht finde ich ja noch... Ah, guck mal hier. Nee, werde ich trotzdem nicht lesen, auch wenn es kurz ist. Aber wir haben jetzt genug gelesen für die Folge. Was? Ach, da ist auch noch einer. Hätte mich auch gewundert, wenn es nicht so wäre. Ach ja. Ein Schrein für den Fürsten der Lügen. Allein der Anblick dreht mir den Magen um. Gehen wir weiter. Das ist Molag Bal. Das müsste er sein. Wisst ihr auch warum? Weil dieser Kolben hier, den kann man in Skyrim finden. Das ist Molag Bals Kolben. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Oh, guck mal, das ist doch Oblivion. Das Oblivion-Zeichen. Ah, interessant. Ich habe auch ganz viele Bücher davon. Ich habe Oblivion leider nie gespielt. Ne, Moment mal, Oblivion. Ist das nicht allgemein das Zeichen der Illusion? Boah, ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall habe ich Oblivion nie gespielt. Ich weiß, Schande über mich. Weil eigentlich sollte man das mal gespielt haben. Aber dass es nur auf PS3 gibt und meine Frau das eh hat, werde ich es vielleicht mal irgendwann bei ihr ausleihen. Aber Skyrim mag ich mehr. Viele finden das nicht so. Also viele finden Oblivion auch besser. Zwar nicht alle und auch nicht die meisten, aber viele. Was ich nicht nachvollziehen kann, denn ich habe es bei meiner Frau gesehen und finde erstens mal die Charaktere unglaublich hässlich.
Die Story finde ich zwar besser, aber an sich so. Naja, auch dass man nicht rennen kann, wie bei Fallout 3. Finde ich ein bisschen lächerlich. Denn ich habe es in Skyrim einfach gemocht, hier, so wie hier, so zu rennen. Das gehört einfach dazu. Also, es wird sowieso noch einiges auf diesen Kanal hier kommen, auch dieses Jahr noch. Allein vom Battles her und von einem Story-LP. Also Story. Auch ein Season-LP, so kann man das, glaube ich, nennen. Oh, was bist du denn für einer? Königin Palau. Ja. Die Königin kann irgendwie weniger als der Prinz. Der Meister wird euch zerstören. Wartet! Was? Nein, mein Herr! Ich habe euch treu gedient! Ich bin ja gespannt, wie lange noch die Magier-Gilden-Questreihe geht. Oh, schwere Rüstung. Brauche ich zwar leider nicht, aber naja. Die Magier und die Kriegerreihe. Mal gucken, wie lange das noch geht. Obwohl ich die Magier-Quest-Reihe wirklich mehr mag. Allein wegen Sheogorath. Der ist einfach so genial. Die Stimme, ne? Der Synchronsprecher von Sheogorath ist super. Der ist echt einer der besten. Finde ich schon fast. Nee, brauche ich jetzt nicht. Brauche ich nicht. Wer die E3 verfolgt hat, weiß ja sicherlich, was da so rauskommt, was da noch so alles rauskommt. Gerade von Bethesda. Dishonored 2, darauf freue ich mich schon, aber das werde ich natürlich nicht aufnehmen. Bin ich der Meinung. Ich weiß es noch nicht, ehrlich gesagt. Ich habe zwar Bock drauf, das auch aufzunehmen, aber ich habe jetzt erstmal noch Dark Souls und. Ich hoffe, ich komme wieder raus. Ja, okay, gut. Ich habe ja noch Dark Souls. Und allgemein die Season-Projekte, von daher werde ich mal kein Dishonored aufnehmen. Das werde ich dann schön alleine spielen. Ich wollte mich ja ein bisschen beschränken und das werde ich auch immer noch tun. So, und jetzt zerstöre ich das einfach so. Ihr vollendet nichts. Ich bringe den Vivicus nach Kalthafen. Dieses Verhängnis wird wieder über Tamriel kommen. Kamerad, hier drüben. Okay, ja. Das ist schrecklich, mein Freund. Ostarand war kurz davor, den Vivicus zu zerstören und nichts. Was meint ihr? Die Stromschnellen sind heftiger geworden und wir haben es nicht einmal bemerkt. Lasst mich erklären. Erinnert ihr euch an die Notizen, die ihr aus Doshias Versteck mitgenommen habt? Die von dem Vivicus sprachen? Ja, warum? Ich hatte angenommen, dieses Relikt, das ich erwähnte, wäre nur eine Legende. Selbst als ich die Worte von Ostarand, Endare und ihren Gefährten hörte, dachte ich, es wäre nur eine Bedrohung aus grauer Vorzeit. Aber, Kamerad, wir haben es gerade gesehen. Der Vivicus wurde nie vernichtet. Okay, und das heißt jetzt was? Ihr habt Merrick vor einem Plan des Wurmkults zum Ernten von Seelen gerettet. Erinnert ihr euch? Diese Seelen sind die Nahrung des Vivicus. Des intakten Mortuum Vivicus. Den Mulak Baal die ganze Zeit über sicher in Kalthafen verborgen hat. Das heißt, wir reisen jetzt nach Kalthafen oder was tun wir? Ihr müsst zur Schmiede gehen. Helft Merrick Adasvala dabei, der Prisma-Waffe wieder ihr volles Potenzial zu verleihen. Ich werde tun, was ich kann, um herauszufinden, wo er den Vivicus versteckt hat. Kamerad, ich vertraue auf euch. Ihr müsst es den anderen sagen und sie warnen. Kann ich auf euch zählen? Sicher gehen, Meisterin Farben. Ich würde niemand anderen mit dieser Aufgabe betrauen, Kamerad. Ihr geht mit dem Gewicht der Gilde auf euren Schultern. Und diese Lichtkugel war der Mortuum Vivicus, nehme ich an. Genau, mein Freund. Ich glaube, es ist eine Art Relikt. Ein mächtiger Zauber, der die Seelen Abertausender von Toten speichern und nutzbar machen kann. Wenn er entfesselt worden wäre, wenn er entfesselt wird, wird die Welt, wie wir sie kennen, enden. Oh,
Da hat man gerade gesehen, wer online kam. Aber ihr wisst ja nicht, wer das war. Das war ja kein richtig echter Name. Haha. So, wessen Erinnerungen habe ich miterlebt? Ihr sah durch die Augen von Ostarand. Eine jener tapferen Uralten, die in Mesenelt kämpften und starben, um unsere Zukunft zu beschützen. Nach dem, was wir sahen, war er es, der Königin Palolel erschlug und so den Einsatz des Mortuum Vivicus verhinderte. Und was war diese Lichtkugel? Genau, mein Freund. Ich glaube, es ist eine Art Relikt. Ein mächtiger Zauber, der die Seelen aber... Oh, das kennen wir ja schon. Okay, habe ich jetzt gerade vercheckt. So, und hier kommen wir jetzt zurück, oder wie? Na, dann mach mal. Portal in die Erdschmiede. Oh, jetzt geht's auch noch weiter, oder was? Ich dachte, jetzt wäre es mal vorbei. Scheint ja nicht so der Fall zu sein. Hey, na, ein Glück nehme ich noch ein bisschen was auf. Mit Merrick. Oh, okay. Hi, Merrick. Wie war euer Forschungsausflug mit der Gildenmeisterin, Kamerad? Ereignisreich. Ich habe euch viel zu erzählen. Wirklich? Was ist geschehen? Waren die Ruinen von Untoten verseucht? Stendars Zorn hätte euch gute Dienste geleistet. Farben und ich haben in die Vergangenheit geblickt. Wir sahen einen Alliierten, wie er versuchte, die Mortuum Vivicus zu zerstören. Aber er wurde nie zerstört. Kamerad, habt ihr gerade Versuchte gesagt? Ist der Vivicus nicht eine längst vernichtete Legende? Nein, Mulak Bal hat den Vivicus nach Kalthafen geholt, bevor er vernichten werden konnte. Dann... Wollte Doshia meine Seele für diese Abscheulichkeiten ernten, als sie mich gefangen nahm? Bei allen Acht. Wir sollten aufbrechen. Elif wird hier auf uns warten und nach unfreundlichen Gesichtern Ausschau halten. Kommt und folgt mir und versucht mit mir mitzuhalten. Okay, werde ich tun. Na dann los, lauf vor. Sieht schön hier aus. Die Bäume. Ich vor Jahren diesen Ort zu finden, Stendars Wille. Kamerad, bin ich denn hier gerade? Diese Neuigkeiten sind beunruhigend. Ja, okay, gut, die Erdschmiede, ja. Ja, was ist denn hier der Fall? Geht's normal? Okay, da hätte man nicht zurück können. Komisch. Bleib doch mal stehen! In Wahrheit dachte ich, dass diese Waffe nur ein mächtiges Symbol wäre. Wie es scheint, brauchen wir dieses wichtige Relikt dringend. Aber sowas von dringend, mein Freund. Oh, scheiße. Das... What the fuck? Das sieht ja mal ganz schön krass aus hier. Ganz schön rot. Ganz schön hell. Willkommen in der Erdschmiede. Was für ein Anblick, nicht wahr? Ja... Das ist wirklich krass. Hi. Kamerad, wir müssen diese alte Waffe neu schmieden. Macht euch auf neue Intrigen des Fürsten der Lügen bereit. Ich spüre, wie die Kraft Stendars durch meine Arme fließt. Seid ihr bereit? Ich bin bereit. Ich arbeite am Amboss, um den Kern zu formen. Ihr werdet das Feuer auf der richtigen Temperatur halten. Viele, viele Male muss das Feuer angefacht werden, um eine stetige Flamme und einen ruhigen Fluss aufrechtzuerhalten. Und wie halte ich das Feuer am Brennen? Verwendet diesen Blasebalg hier, um das Feuer sachte anzufachen. Verwendet das Ventil auf der anderen Seite, um es stärker anzufachen. Und für eine wirklich furchteinflößende Feuersbrunst müsst ihr Feuersalze auf die Kohlen geben. Und was, wenn das Feuer zu heiß wird? Der Schalter direkt neben dem Ventil lässt Druck aus der Esse. Aber macht euch keine Sorgen, ich bin sicher, ihr kommt schon zurecht. Seid ihr bereit anzufangen? Ja. Diese Ausrüstung ist sehr alt und sehr zerbrechlich. So Stendar will, muss uns schon der erste Versuch gelingen. Hier sind die Feuersalze. Lasst uns anfangen. Entfacht erstmal ein kleines Feuer. Ich sage euch, wenn ihr es richtig macht. Okay, das ist schön. Aber wir machen das im nächsten Part, meine Freunde. Wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge The Elder Scrolls Online Teso. Schöne Kulisse zum Aufhören übrigens. Finde ich sehr, sehr spannend. Und ja, bis morgen. Freut euch drauf. Und ciao.